Herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14 Ultimate Team. Mein Name ist Gabuja. Voila, weiter geht's, Leute. Ja, ich hab bis heute Nacht irgendwann gezockt wie so ein Geisteskranker. Macht auf jeden Fall übelst Laune, muss ich wirklich sagen. Mein Verein, hier kann man sehen, Vereinswert. Leider kann man das hier jetzt nicht sehen. Ich habe auf jeden Fall in Liga 8... Normalerweise stand das da sonst immer. Stand das da, was ich die Liga 8 mit die Liga 9 die Meisterschaft geschafft habe, also als Erster. Ja, und in dem Spiel habe ich mir mein zentralen defensives Mittelfeld, den Bender, das ist Lars Bender, und dann habe ich mir noch den anderen Bender geholt. Und ja, dann haben wir noch statt Sammy haben wir jetzt Mandzukic. Nein, stimmt gar nicht. Ja, wie heißt er denn? Weiß ich jetzt gar nicht. So ein Mist. Jetzt ist es weg. Habe ich mir gekauft vorhin noch. Ja, man sieht, dadurch, wenn wir jetzt ihn hier reinsetzen, würden wir eine ganze Ecke, in dem Sinne 79er Stärke hätten wir dann schon. Aber können wir leider nicht. Da wir, da wir einfach, eine rote Karte gekriegt haben in dem Spiel. Dadurch sind wir jetzt etwas schlechter, aber gut, mein Gott, sollte schon irgendwie passen. Dann habe ich hier auf Mandzukic eine Karte angewendet mit Finish, also dass er eine bessere Schusskraft in dem Sinne hat. Das sieht man auch da links, sieht man jetzt mit den drei Pfeilen nach oben. Schuss und Kopfball ist ein bisschen stärker, habe ich ihn ein bisschen gepusht, kann man so sagen. Und hier bei Dingens ist das passende Hechten, also dass er besser springt, habe ich da auch ein bisschen geskillt. Und hier ist Passen und Defensive stärker. Ja, sonst habe ich eigentlich nichts Großartiges geändert. Wir sind jetzt in der Liga 8 und das wäre das erste Spiel in Liga 8. Ja, Leute, ich würde sagen, da, gewonnene Titel, jetzt steht's da. Einen. Ja, da hat man 3500 Münzen oder so habe ich dafür bekommen. Habe jetzt auch 15.000 Münzen. 8 gewonnen, 5 unentschieden, 9 Niederlage. Also noch eine Minusbilanz, wenn man es so nimmt. Aber egal, Karl, ne? Deine Mannschaft ist spielbereit, jawohl. Ich werde versuchen, hier unten 11 Top-Spieler noch reinzubekommen, dass ich mit denen immer wechseln kann. Also das bedeutet, dass ich mal mit diesen hier spiele und wenn die kaputt sind, dann tausche ich mit denen. Dann brauche ich nicht immer diese Fitnesskarten zu nehmen. Man kann das auch mit einer zweiten Mannschaft machen, aber man kriegt ja unten in dem Sinne 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, genau 12 Spieler rein. 11 sind wir ja nur. Und aus dem Grund könnte man dann immer hin und her tauschen. Und gar nicht schlecht. So, weiter geht's. Schon lange genug gequasselt, glaube ich. Ja, ich werde versuchen, jeden Tag eine Folge. Und dann mal sehen, wie es ist. So, und ganz toll. Ja, ich habe mir das Bremen-Zeichen geholt. Ich habe mir die Bremen-Trikots gekauft in dem Sinne. Und möchtest du weiße? Bist du damit besser zufrieden? Hab mir die Bremen-Trikots gekauft. Ja, warum in dem Sinne nicht? 4-4-1-1 spielen wir gegen Italien und Frankreich. Mannschaft kann man so sagen. Italien, Frankreich, Spanien. Ein bisschen mehr ich glaube so spanische. Das erste Spiel der Saison ging verloren. Und das heißt eine weitere Niederlage und sie sind in der Abwehrspirale. Dann sind wir in der Abwehrspirale. Du kleines Arschgesicht. Ja, Teampressing an, alles klar, ab geht's. Oh, wow, 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 jetzt habe ich natürlich ein paar Stunden nicht gespielt. Jetzt mal gucken, ob ich überhaupt wieder reinkomme ins Spiel. Gestern Abend, ey, schon Leute gehabt, die schwarze Spieler hatten und was weiß ich nicht alles. Also absolut der Hammer, wie viele da schon bei sind, die echt so übelste Leute haben. Also ist schon krank, muss ich wirklich sagen, wie die Leute dann nur zocken. Oh, 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 oh.
Hand. Oh, oh, oh. Eieiei. Ja, durch das zentrale defensive Mittelfeld. Ja, ist die ganze Chemie natürlich jetzt vom Mittelfeld total im Arsch. Ich habe schon ein Spiel so gemacht und es war wirklich saumäßig. Oh, scheiße. Saumäßig schwer, damit klarzukommen. Oh, was mache ich denn jetzt? Aber es funktioniert, muss ich wirklich sagen. Also... Ey, das kann doch nicht sein. Ich habe natürlich jetzt auch gar keine richtigen Temposäue mehr. Oh, das machen sie alle. Nur noch vorspielen, austricksen. Das ist das A und O hier. Mache ich auch in dem Sinne lange Pässe auf die Stürmer. Oh, oh Weidenfeller. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das ist wohl die neue Taktik in FIFA 14, dass man jetzt über die anderen Spieler drüber hinaus spielt. So, genau. Und dann kriegt man in dem Sinne die Tore rein. Oh, lol. Ich komme gerade gar nicht klar irgendwie. Ist jetzt mein erstes Spiel heute wieder. Meiner. Und Achtung, genau hingeschaut. Er macht das. Oh, da wollte ich ihn schön rüberheben und dann so eine Scheiße. Ja, lass ihn dann ins Ausgehen. Was läuft dir da hinterher? Der geht eh ins Aus. Also ich bin echt gespannt, wie sich das nachher noch auswirkt. Es gibt viele kleine Fehler, finde ich. Dass angeblich das mit dem Abseits nicht mehr ist, kann ich in dem Sinne nicht sagen. Oh, Backe. Oh. Nein, 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 Freunde. Aber nicht mit mir. Ich muss vom Defensiven weg. Ich muss auf ausgeglichen gehen. Da wir nicht durch seine Abwehr kommen. Na, meiner. Ja, du warst zuletzt dran, du alter Ochsenschwanzsuppe. Ochsenschwanzsuppe in the morning. So, jetzt gib mir jetzt hier die Pille, du alter Hunsenpunsel. Ey, das kann nicht sein, da störe ich ihn und dann... So eine... Oh. Hand. Ach, was mache ich denn? Falscher Knopf. Ich wollte hochpassen auf Kießling. Ah, genau. Petersen habe ich rausgecallt und habe Kießling geholt. Petersen, keine Ahnung, der Schuss ist... Saumäßig schlecht, finde ich. Also da kriegst du beim... Ach, scheiße, Mann. Zu doll. Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, wenn man ganz leicht wirklich nur den hohen Pass schlagen will. Dass der gleich so doll macht. Ich muss da nochmal mich ein bisschen informieren, wie man das besser handhabt. Aber sonst klappt eigentlich alles super. Oh ja. Nein, 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 nein. Was für ein... Oh, steh auf, Weidenfeller. Mann, Mann, Mann. Den zweiten Versuch verhaltet. Und diesmal hält er ihn auch fest. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Spiel doch, du verdammter Ochsen. Wer hat
Mann ey, mich kotzt es an. Diese Reaktionszeit der Spieler ist echt ein Graus. Oh, lauf nicht durch. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Ja, was ganz dämlich ist, wenn jemand ein Bein stellt, ja, dann ist das kein Foul. Und wenn ich jemanden schubse, ist es ein Foul. Den Sinn habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Also davon hatte ich gestern gefühlte 1 Million Strafen durchbekommen. Wenn man schubst, bekommt man gleich... Ja, ganz toll, weil Wallenfeller wieder zu dämlich ist, Bälle festzuhalten. Ja, und dann gibt es so einen tollen Bug in dem Sinne, einen Torbug. Man spielt auf den Torwart von 22, 25 Meter Entfernung, volle Pulle abziehen. Dann gibt es einen Abpraller, der andere Stürmer schießt drauf. Also das ist zurzeit eine Taktik, die sie alle verwenden hier im Spiel. Oh, das hasse ich zum Beispiel auch. Die Leute haben keine Kontrolle über die Bälle mehr. Und seht ihr, das ist diese tolle neue Taktik, diese auch verwenden und Tor. Ja, das machen sie alle. Oder halt auf den Torwart schießen und drauf. Also ich weiß nicht, was FIFA sich dabei gedacht hat. Dann können sie ruhig wieder diese Eckentore lassen, wo man von der Seite schießt und dann auf jeden Fall ein Tor schießt. Also, keine Ahnung. Ist etwas lächerlich, muss man wirklich jetzt mal sagen. Die Spieler laufen nicht vor. Sie bleiben einfach still auf ihren Punkt stehen, was ich zum Beispiel auch überhaupt nicht verstehe. Funktioniert nur in manchen Aufstellungen, haben auch schon welche geschrieben. Man muss dann zum Beispiel wie hier 4-4-2 oder irgendwas spielen, dann laufen die Spieler vor. Raff ich auch noch nicht so ganz, was der Schwachsinn soll. Aber gut, ja, gehört halt dazu in dem Sinne. Es gibt Partien, da verliere ich auch 5-0, 8-0. Weil die Leute wirklich nur auf den Torwart schießen von, ja, auch hier von der Mittellinie, wenn du da dann einen richtig guten Spieler hast, dann haust du da von der Mittellinie einen drauf. Ja, meine laufen nicht vor, seht ihr das? Die bleiben alle hier hinten irgendwo stehen, ja, und drücken nicht die Abwehr nach hinten. Sie tun es nicht, sie machen es einfach nicht. Keine Ahnung, was der asoziale Dreck soll. Ist zum Beispiel wie das, ja, dann schubse ich ihn und, ja, keine Ahnung. Ich finde das mit dem Körpereinsatz zwar total genial gemacht, aber wenn du zu doll schubst, dann kriegst du einen Freistoß. Der andere in dem Sinne, wenn du ein Bein stellst, ja, dann passiert gar nichts. Also ist schon etwas merkwürdig. Bin gespannt, wie sich das noch aushadern wird. Genau wie das, das ist, ja, die Pässe passen einfach nicht. Wenn du den zentralen Mittelfeldspieler einfach nicht hast, defensiven, und die Chemie passt da nicht, dann kannst du es echt in eine Tonne treten. Halt den Ball fest. Diesen Pass konnte keiner der Kollegen kriegen. Rafinha. Ah, die sind zu doof, die anderen Spieler zu tunneln. Das war jetzt schon wieder so ein Punkt. Keine Ahnung. Wenn du nur 80er Spieler hast oder sie jetzt alle so übelst ja auf Tempo gehen wieder, wie eigentlich ja Standard ist, man nimmt ja nur Tempospieler, dann hast du einfach keine Chance. Ich hatte gestern einen, ich glaube, der hatte nur 90 Tempospieler. Ja, da läufst du nur hinterher. Der... Ja, jetzt kriegt er auch noch einen Elfmeter. Keine Ahnung, ob das gerechtfertigt war oder nicht. Ja, keine Ahnung. Ich hatte gehört, er spielt vielleicht geradeaus. Nein, auf jeden Fall, ja.
ist das halt die ganze Zeit so, dass die Leute diesen scheiß Bug da ausnutzen. Ich hoffe, dass FIFA das endlich behebt. Ein Weinfeller, der in der Bundesliga als zweit, ja, oder vielleicht manchmal sogar der beste Torwart ist, ja, lässt nicht aus 22 Metern Abpraller zu. Also, so langsam sollte FIFA das... Siehst du, jetzt rennt keiner vor. Warum? Ich weiß es nicht, warum. Was soll dieser asoziale Scheiß? Mein Gott, gebt mir das auf die Nüsse, Leute. Mann, das gibt mir so auf die Nüsse. Nein, ich muss nicht vorlaufen. Nein, wir spielen keinen Fußball, wir spielen Ping-Pong. Sowas von dumm, die Spieler. Die sind strohdoof, die deutschen Bundesligaspieler. So leid es mir tut. Spielst du spanische, Franzosen, die laufen alle vor. Nur die Deutschen, die sind einfach zu dämlich. Die haben sie wieder so doof gemacht. Nein, wir haben ja nur alles gewonnen. Das kotzt mich so an FIFA. Raff ich einfach nicht. Also das ist, wo ich mich gestern mit dem Sporny schon drüber unterhalten habe, Leute, dass wir das einfach, ja, dass das schon mehrere sagen, ne? Also... Ja, das ist genauso. Warum steht der Stürmer nicht in der Mitte? Warum stellt er sich außen hin? Ja, wenn ich alleine vorne stehe, dann stelle ich mich in der Mitte des Feldes und nicht außen. Also das ist genauso was... Oh, jetzt kriege ich die nächste Karte. Oder? Habe ich doch den Ball berührt. Oh, ich habe den Ball berührt. Es ist halt sehr, sehr komisch zurzeit. Die haben die ganze Spielmechanik... Ich will nicht nur kritisieren das Spiel zurzeit, aber sie haben die Spielmechanik... von diesem Spiel absolut genial gemacht. Aber wenn wieder solche schwulen Torbugs gibt's, ja, Leute, was hat das noch mit Fußball zu tun? Ja, oder ein Torwart von 22 Meter den Ball in Abpraller wird. Also, bitte, also keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen sowas, wirklich nicht. Sowas gibt es nicht im Fußball und wird es auch nicht geben. Er läuft vorher nicht los. Er bleibt zu lange hinter den Leuten stehen und deutet auch nicht an, dass er mal losrennt. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Manchmal klappt es und manchmal klappt es gar nicht. Also, das ist genau wie jetzt. Ich habe schon längst gedrückt. Da, es läuft keiner vor, der geht zurück. Warum geht er zurück, der andere Spieler? Ja, das ist das, was ich einfach überhaupt nicht nachvollziehen kann. Es läuft kein Spieler bei mir nach vorne. Und ja, eine 80er Bewertung oder 79er Bewertung, wenn wir den zentralen defensiven Mittelfeld wieder drinne haben, ist nicht schlecht, Leute. Das Spiel ist erst seit gestern draußen. Und wenn andere Leute hier 500 Euro ausgeben für Spieler, dann müssen sie das halt tun. Ja, und was ich noch glaube, ist einfach, dass Leute, die schon in der, was weiß ich, 6., 5. Liga sind oder so, dass die immer noch gegen mich spielen. Also, keine Ahnung, so habe ich zumindest das Gefühl. Ja, da wird er umgehauen im Sprung und wird auch nicht gepfiffen. Es ist genau wie diese Cola-Bälle zum Abspielen, verstehe ich auch nicht. Wer macht solche Cola-Bälle zum Abspielen? Die Bälle müssen flottig und zackelig abgespielt werden, tun die Spieler nicht. Und du kannst ruhig voll drauflatschen, also volle Stärke geben, funktioniert irgendwie nicht. Guck mal, wenn ich jetzt hier volle Pulle, guck mal, wie langsam der Ball abgespielt wird. Raff ich nicht. Und das nervt mich. Im Angriff wird abgepfiffen. Kann ich nicht nachvollziehen. Also es gibt eigentlich dieses mit dem Torwart, dass wenn man drauf schießt, ich wollte euch das unbedingt zeigen, aber
Gegen den hatte ich leider keine Chance. Es ist meistens so, wenn du gegen ja, spanische oder so spielst, hast du mit einer deutschen Mannschaft zurzeit irgendwie keine Chance. Was soll ich noch sagen? Achso, ja, es gibt eigentlich diese drei Bugs zurzeit, dass wenn du drauf spielst aufs Tor, also auf den Torwart, dass der dann abprallt und dann schießt der nächste Stürmer drauf. Ich finde, die Spieler laufen nicht vor. Ja, also sie spurten nicht nach vorne auf der Einstellung irgendwie. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich mache ja nur Teampressing in dem Sinne, wenn ich nicht im Ballbesitz bin, dann hat man Teampressing zu machen und nicht vorher oder nachher. Keine Ahnung, also ich finde es ein bisschen komisch. Und dann halt dieses, ja, ich mache einen hohen Pass, ja, von der Mittellinie, der Stürmer läuft vor und ich schieße ein Tor. Verstehe ich auch nicht, was der Blödsinn soll. Ich hoffe, dass da einiges gefixt wird, weil sonst wird es wirklich, ja, macht es wirklich keinen Spaß, muss man dann wirklich sagen. So, das Spielgefühl ist absolut genial. Also es gibt eigentlich in meinen Augen zurzeit nichts Besseres vom Spielgefühl. Und hoffe, dass das auch so bleiben wird. Zentrales defensives Mittelfeld. Jetzt wechseln wir ihn in dem Sinne aus. Und jetzt stimmt auch wieder die ganze Mechanik. Man sieht, ich weiß gar nicht, hatten wir vorher überhaupt noch 100 Chemie? Ja, 100 Chemie hatten wir, aber trotzdem alles rot in dem Sinne. Und ja, das hat, bringt schon einiges. Ja, ich sag vielen Dank fürs Einschalten bei FIFA Ultimate Team 2014. Da haben wir eine Packung gekriegt. Hab mal ein bisschen, es soll keine Kritik nur an diesem Spiel sein, sondern mal gesagt, was mich stört an diesem Spiel bis jetzt. Hoffe, dass da einiges geändert wird. Es wird kein Grund sein, nein, das Spiel spiele ich jetzt nicht mehr. Das ist total, nein. Ich hoffe, dass diese Sachen einfach gefixt werden, laufend der ja, FIFA 14 Zeit. Und dann werden wir weitersehen. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten bei FIFA 2014. Mein Name ist Labus, hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!